Hallo, an euch alle da draußen. Mein Name ist Andrew Winston Lennon. Ich bin ein Bürgerrechtler und möchte euch in gewisser Situation euch aufklären, was wir in dieser Gesellschaft machen können, um unsere Kinder auch gegebenenfalls zu schützen. Wir müssen generell nicht nur, wie Carsten Stahl in dem Sinne es erklärt hat, Prävention einlegen, sondern auch nicht nur die Menschen aufklären, die Kinder aufklären, sondern wir müssen auch generell eine neue Gesetzesgebung einführen. Wir müssen dafür sorgen, dass eine Gesellschaft nicht gemobbt wird, dass nicht unterdrückt wird und auch nicht generell bis zum Mord zustande kommen wird. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, wir müssen definitiv handeln und natürlich nicht mit Gewalt und auch nicht mit einer Unterdrückung oder mit Hass erfüllte Dinge. Damit kann man in dieser Gesellschaft natürlich nicht ankämpfen und deshalb sage ich auch klipp und klar, es gibt Situationen, es gibt Dinge, was man im Alltagsleben auch machen können. Wir müssen in dieser Gesellschaft die Kinder aufklären, was sie in der Schule machen als Fehler, wenn sie andere Menschen mobben. Und warum sie mobben. So. Und die Frage ist doch für alle Menschen da draußen, warum ist diese Gewalt bei Kindern heutzutage so hoch? Und warum wird generell dadurch auch nichts getan? Warum verändert sich da nichts in der positiven Hinsicht? Viele meinen natürlich, dass vielleicht das daran liegt, dass viele in Deutschland eingewandert worden sind und dadurch zu viel Vermischung in einer Gesellschaft zustande gekommen ist. Das hat damit null zu tun. Kinder sind Kinder und Kinder müssen auch in dem Sinn von Eltern erzogen werden. Und viele werden von dieser Gesellschaft, von dieser oberflächlichen Gesellschaft, von Eltern erzogen. Das heißt also, wir leben in einer auswechselbaren Gesellschaft und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch der Grund, warum Kinder auch mit Gewalt nicht umgehen können. Oder besser gesagt, warum sie mit Gewalt auf andere losgehen. Sie lernen von Eltern diese Erziehung, diese Oberflächlichkeit und diese bösartige Austausche in einer Gesellschaft. Wenn quasi einer nicht so angezogen ist oder generell sich so verhält oder so verhält. Kinder können damit noch nichts anfangen. Eltern sind verantwortlich, dass Kinder nicht untereinander aufgestachelt wird. Aber das Problem ist, Kinder bekommen natürlich alles von den erwachsenen Menschen mit. Sie kriegen das mit, wenn Eltern untereinander streiten, wenn Familien streiten, wenn generell Konflikte nicht gelöst werden, was man auch überall in dem Sinn sieht. Keiner kann ja in dem Sinn Kritik ertragen. Und die Menschen in dieser Gesellschaft machen das Gleiche. Deshalb müssen wir heute auch mal darüber sprechen. Und wir dürfen nicht generell tatenlos zuschauen und es einfach akzeptieren, dass Eltern keine Fehler machen. Sie machen genauso Fehler. Und deshalb sage ich auch klipp und klar, diese Situation muss bewältigt werden. Denn es sind eure Kinder, die vielleicht auch irgendwann auch die Nächsten sein könnten, die zu einem Problemfall werden. Und das gilt nicht nur generell die Eltern, die wo natürlich die Kinder in die Schule bringen, sondern auch Schüler, die vom Lehrer als Elternteil haben,
oder vielleicht auch Direktoren. Es ist unakzeptabel, dass Kinder immer mehr zu gewalttätigen Menschen werden. Das führt nur dazu, weil man generell Menschen in jungen Alter nicht aufklärt. Wir haben in dieser Gesellschaft die Kinder schnell erwachsen lassen werden. Und in vielen Situationen fordert man das auch, weil die politische Lage es auch generell so weit gedrängt haben mit ihren Forderungen. Und deshalb sage ich auch klipp und klar, wenn das schon sowas in dem Punkt stattfindet, dass die Kinder schnell erwachsen werden, müssen wir auch die Kinder schnell in dem Sinn, ja, so erziehen wie die Erwachsenen. So, was meine ich jetzt damit? Man muss den Kindern bewusst machen, dass generell nicht nur Mobbing ein falsches Gebrauch ist in der Gesellschaft. Wir müssen auch Menschen bewusst machen, dass sie generell falsch handeln. Und das ist unakzeptabel. Wir müssen auch generell in die Schulen so eine Art Crashkurs veranstalten, warum sie generell Menschen untereinander mobben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, diese Mobberei kommt nur zustande, weil diese Menschen, die wo mobben, natürlich in irgendeiner Situation in der Gesellschaft mit dazugehören wollen. Das liegt daran, dass wir in einer oberflächlichen Gesellschaft leben und nicht mehr auf Charakter geschaut wird, sondern auf Werte, die natürlich nicht für einen Charakter ausspricht. Und das müssen wir jetzt endgültig lernen. Wir müssen generell die Kinder lernen, was wirklich Charakter bedeutet, was Disziplin ist und was Anstand ist. Und wir müssen aufhören, Kinder zu einer Gesellschaft zu formen, dass sie alle in einer Gesellschaft nachlaufen, weil es bequem ist. Das kann nie funktionieren. Wir müssen generell die Menschen und die Kinder klar machen, dass sie selbstbewusster werden. Wir müssen Kinder generell vermitteln, dass sie was wert sind. Egal, ob sie generell entweder lesen oder rechnen oder schreiben können, ob sie vielleicht so aussehen oder ob sie solche Klamotten haben, sie müssen auch verstehen, warum, weshalb vielleicht die Kinder vielleicht nicht die Klamotten haben oder die Kleidung haben oder den Style haben, was vielleicht daran liegt, dass Elternteil natürlich nicht so viel verdienen und es auch vielleicht nicht finanzieren können oder ob vielleicht da in dem Sinn Elternteil nicht dafür so viel Liebe für ein Kind geben möchte. Wir müssen Kinder aufklären. Und das ist unsere größte Priorität, um eine Gesellschaft in ein besseres Licht zu rücken zu können. Und was man da unter anderem auch tun kann, ist, was ich auch gestern gesagt habe, dass man die Menschen auch unter anderem strafen, Eltern strafen, für Verhalten, für Verbrechen. Und da kann man generell dadurch strafen, wenn man quasi Verantwortung übernehmen hat. Menschen müssen verantwortungsbewusster werden. Wir müssen die Menschen in der Gesellschaft, weil sie alle wegschauen, müssen wir generell endlich aktiv werden. Aktiv in der Hinsicht, dass Mobbing nicht akzeptabel ist. Nicht in Schulen, auch nicht bei ihren Eltern und
und auch nicht in einer Gesellschaft. Wir müssen auch in den Schulen und auch in sehr jungen Alter die Kinder vermitteln, dass Gegenstände keinen so großen Wert besitzt wie Kinder selbst. Das müssen wir vermitteln. Das ist sehr wichtig, denn viele Kinder wissen heutzutage nicht mehr, was ein Mensch untereinander wert ist. Und das ist es auch so ein Problem, was ich unter anderem auch sehe. Und wenn man quasi Kinder mobbt, sieht man einfach auch generell, dass man schon immer auf Gewalt hinausgeht. Aber wir haben es nicht so weit getrieben, dass wir in dem Sinn Menschen wirklich umbringen. Und diese Gewalt ist generell, weil Menschen nicht mehr Liebe und Fürsorge gezeigt wird. Kinder stehen in dieser Gesellschaft öfters alleine da und sind auch unter anderem keine Verbrecher, sondern generell einfach in dieser Hinsicht überfordert. Muss nicht unbedingt mit schlechter Erziehung damit zusammenhängen, sondern es hat auch mit der Oberflächlichkeit in einer Gesellschaft zu tun und die von der politischen Lage gefördert wird. Und wir dürfen das nicht mehr generell akzeptieren. Und deshalb bin ich auch der Meinung, in die Schulen müssen Schüler generell, wenn sie Menschen mobben oder einen runterziehen, nachsitzen. Es wäre eine Möglichkeit, generell ein Problem zu bewältigen. So, und natürlich als Elternteil müssen auch unter Verantwortung gezogen werden, weil sie haben die Pflicht, eine Gesellschaft zu schützen und auch generell ihre Kinder zu schützen und sie aufzuklären und auch generell Menschen die Liebe zu schenken. Egoismus, Neid, Hass und Unterdrückung bringt uns nicht weiter. Und solche Werte, wenn Eltern den Kindern vermittelt wird, ist es auch generell heute zu sehen, warum eine Gesellschaft gespaltet wird. Und ich sage es auch ganz ehrlich, dass Kinder Menschen untereinander mobben, dass Kinder generell in die Schule mobben oder auch in der Öffentlichkeit, das ist nur, weil sie in einer Gesellschaft mitlaufen möchten, dazugehören möchten. Sie wissen oftmals gar nicht, was sie eigentlich damit antun. Viele werden gar dazu gedrängt. Man sieht da auch oftmals die Kinder von ihrem Verhaltenskodex, wie sie generell bei negativen Dingen mitmachen. Und wenn generell Schulen nicht in der Lage sind, weil sie quasi in vieler Hinsicht die politische Lage vertrauen und quasi sozusagen in dem Sinn gehörig sind, dürfen wir das nicht generell akzeptieren, weil wir auch wissen, dass es falsch ist. Wir haben die Aufgabe, unter anderem auch, dass die Eltern schon immer um ihre Kinder haften. Und ich bin auch der Meinung, man könnte durch Aufklärung sehr gute Resultate erzielen. Zum Beispiel
Wenn Eltern, General, ihre Kinder schützen oder General nicht mehr wegschauen würden oder auch in der Gesellschaft Menschen nicht mehr wegschauen, wenn irgendwelche Straftaten passieren, dann ist es in dem Sinn keine Selbstjustiz, was man betreiben dort. Denn wir sollten ein neues Gesetz einführen, dass die Menschen generell mehr untereinander geschützt werden. So würden wir auch unter anderem eine Gemeinschaft formen. Eine Gemeinschaft, die in der Gesellschaft jeden zusprechen könnte. Ob das für Kinder sind, ob es auch für Erwachsene ist. Eine Gemeinschaft, da lernen wir zusammen mehr Zusammenhalt und mehr lernen aus dieser Konsequenz auch unter anderem Verständnis zu erreichen und auch mehr Bildung und Disziplin. Und das ist auch ein Spektrum, was man auch von einem Erwachsenen auch in dem Sinne erwarten sollte. Und ich bin auch der festen Überzeugung, man sollte deshalb dieses Gesetz einführen, dass einfach die Selbstjustiz ein bisschen anders vermittelt wird, anders in dem Sinn oder anderes Begriff bekommt, dass es in dem Sinn keine Selbstjustiz ist, sondern dass man quasi menschlicher Sicht und aus menschlicher Bekenntnis quasi was Gutes tut. Das ist kein Eingriff in einer negativen Sicht von einem Gesetz. Das hat nichts generell mit negativer Selbstjustiz zu tun, denn schließlich wollen wir doch alle in dieser Welt geschützt werden. Und wir wollen alle leben und wir wollen alle glücklich sein. Und wir wollen auch jeder in dieser Gesellschaft ein langes Leben haben. Viele in dieser Welt haben nicht mehr das zu erleben, weil sie generell jetzt gestorben sind. Viele sind auch generell als Opfer nicht mehr hier. Und deshalb müssen wir jetzt auch mal was tun, um einer Gesellschaft zu helfen. Ja, natürlich wissen wir in vieler Sicht heute, warum eine Oberflächlichkeit immer mehr gefördert wird. Weil die politische Lage immer mehr von uns abverlangt. Aber es kann nicht sein, dass wir soweit die Menschen untereinander, wir Bürger untereinander Streit suchen oder generell untereinander aufhetzen, bloß weil einer mehr hat, einer weniger hat, weil einer diese Klamotten hat und der andere nicht und der dann natürlich unter anderem dann nicht dazugehört. Das ist eine Frechheit und das hat nichts mit Charakter zu tun, das hat auch nichts mit Charakter zu tun, wenn einer Arbeit hat und wenn einer nicht Arbeit. Das hat nichts mit Charakter zu tun. Charakter ist was anderes und das sollte man den Menschen mal wieder vermitteln. Charakter ist generell, wenn man höflich ist, wenn man verständnisvoll ist, wenn man lieb ist, wenn man hilfsbereit ist, wenn man zuhört, wenn man generell den Menschen nachempfinden kann. Das ist Charakter. Und das verstehen viele in dieser Generation nicht mehr. Solche Werte sollte man den Schülern mitteilen. Und solche Aufgabe sollte eigentlich von Eltern abverlangt werden. Und das ist das, was ich heute auch vermitteln möchte. Es ist auf jeden Fall definitiv kein Fehler, wenn man quasi die Bereitschaft zeigt, sich einzumischen, wenn draußen Kinder gemobbt werden und sich in dem Sinn als Selbstjustiz die Bereitschaft zeigt und dem Menschen auch zu helfen, der aber gemobbt wird. Das ist kein Fehler. Das zeigt, was
eigentlich der Mensch für einen Charakter hat. Und das sollte nicht bestraft werden, sondern das sollte mehr generell in einer Gesellschaft anerkannt werden, weil das hat was mit Charakter zu tun. Weil niemand hat es verdient. Auch der Mensch, der war gemobbt hat, könnte genauso irgendwann am nächsten Tag oder in den nächsten Jahren von irgendwelchen Menschen als Opfer auch mal dastehen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen sage ich, kein Opfer ist unschuldig und auch kein Täter ist unschuldig. Sondern die Erwachsenen und die Gesellschaft, die in dem Sinn das tolerieren und zuschauen, wie das generell in Schulen, in Bahnhöfen, auch unter anderem in der Öffentlichkeit stattfinden wird. Man könnte unter anderem die Eltern dazu zwingen, dass sie Bereitschaft zeigen, dass sie nicht mehr wegschauen, dass sie nicht mehr wegschauen können, dass es denen nicht egal ist, was in ganz Deutschland passiert. Also wir müssen die Eltern darauf auffordern, dass sie auch in die Schulen gehen und auch die Interesse zeigen für ihr Kind, um zu schützen. Selbstverständlich ist Geld und Arbeit wichtig. Aber Kinder sind normalerweise noch wichtiger als Arbeit. Da sollte wirklich jeder in der Gesellschaft mal darüber nachdenken. Denn das ist nicht zu tolerieren. Kinder sind nicht verhandelbar. Toleranz ist nicht verhandelbar. Ignoranz ist nicht verhandelbar. Ihr habt die Kinder auf die Welt gebracht. Also habt ihr auch generell die Verantwortung, um eure Kinder zu schützen, zu pflegen und aufzuziehen. Weil viele Menschen als Erwachsene wegschauen und es nicht als Pflicht sehen, um ihre Kinder zu schützen oder zu aufzuklären, bin ich auch der Auffassung, dass man härtere Mittel aufgreifen müsste, dass man Menschen dazu zwingen sollte, zu bestrafen. Mit Ordnungshaft. Kinder natürlich nicht. Kinder dürfen natürlich nicht eingesperrt werden. Weil sie noch nicht erwachsen sind. Und sie auch noch nicht das Verhalten und die Veranlagung von einem erwachsenen Menschen haben. Kinder wissen auch nicht mal, warum sie sowas tun. Sie verstehen natürlich noch nichts von einer Gesellschaft, von einer Oberflächlichkeit, haben sie natürlich keine Ahnung. Sie wissen ja selbst manchmal nicht, warum sie andere Menschen mobben, wie ich schon gesagt habe. Aber Eltern wissen es. Oder besser gesagt, die sollten es wissen. Weil sie manipulieren, verscheißern, gegenseitig, um Macht zu bekommen. Um generell in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Weil sie generell dieses Klischee von politischer Lage abgeschaut haben und abgekupft haben. Aber nicht nur vom politischen System, weil, was man auch nicht vergessen darf, alles wird vom Arbeitssystem abgekupfert. Erst kommt es von politischer Situation, dann bekommen wir dieses Klischee alles vom Arbeitssystem ab. Und dann wird das alles, was im Arbeitswesen passiert, von unseren Vorgesetzten, setzen wir in einer Gesellschaft um. Und das ist unakzeptabel. Weil ganz ehrlich, man muss auch wirklich wortwörtlich sagen, wenn quasi wirklich in der Arbeit es so weit gekommen wird, dass Menschen wegen Aussehen
in dem Sinn auch noch unterdrückt werden oder generell zum Beispiel nicht teilhaben dürfen. Und das dann in Ernsthaftigkeit auch von den Erwachsenen, das heutzutage in der Gesellschaft auch noch machen würden, da wundert es mich nicht, warum wir diese Situation jetzt haben. Sollten einmal alle darüber nachdenken. Ich zum Beispiel habe natürlich kein Kind. Aber ich bin mitfühlend und habe generell ein Verständnis und sehe auch dieses Problem und weiß auch, wo das Problem ist. Und das sollten wir endlich beheben. Man könnte in der Schule in erster Linie nicht nur so einen Crashkurs machen, dass zum Beispiel auch Kinder wegen Gegenstände, Menschen gemobbt werden oder generell umgebracht werden. Das liegt einfach daran, weil generell falsche Werte von Eltern vermittelt wird. Und das dürfen wir nicht mehr zulassen. Wir Bürger haben alle unsere Fehler. Und natürlich sind wir alle nicht perfekt. Aber wir müssen generell was tun. Für unser Wohlstand, für unsere Gesellschaft und für unsere gemeinsame Zeit, die wir auf dieser wunderschönen Erde auch befinden. Wir können nicht generell einfach diese hasserfüllte Dinge akzeptieren, weil viele Dinge falsch verstanden wird. Wir alle in der Gesellschaft könnten wichtig sein. Ob das untereinander Kinder sind, ob das Erwachsene sind. Aber wenn jeder nur quasi anpöppelt und nur quasi überall nur rausstechen will und als Mensch, immer generell mehr Macht haben möchte, werden wir nie in einer Gesellschaft generell eine friedliche Ebene generell bekommen, weil immer irgendjemand mehr Macht und mehr generell haben will. Das ist unser großer Fehler. Also deswegen sage ich auch, Kinder dürfen definitiv nicht so weit bestraft werden, dass sie hinter Gittern kommt, sondern dann sind es wirklich die Eltern. Die Eltern sind generell verantwortungsbewusst, dass wir eine bessere Zukunft haben und eine bessere Zukunft für unsere nächste Generation, und das sind unsere Kinder. Und das ist definitiv nicht zu verhandeln. Kinder sind nicht verhandelbar. Kinder müssen geschützt werden, Kinder müssen generell geliebt werden und Kinder müssen auch generell zum erwachsenen Menschen erzogen werden. Und das dürfen wir nicht einfach hinnehmen und eine weitere negative Gesellschaft in dem Sinn unterstützen. Das ist nicht zu ertragen und das dürfen wir nicht generell nur tolerieren. Und jetzt möchte ich auch von meiner Seite auch mich bedanken fürs Zuhören und wünsche euch alle da draußen alles Gute. Denkt immer daran. Peace and love bedeutet generell zusammenhalten. Zusammen eine Lösung finden, Kompromisse finden, Aufklärung und generell die Hand zu geben und Menschen zu verstehen, warum sie so oder so sind. Wenn einer nicht sprechen kann, wenn einer generell nicht generell so weit
in Köpfen ist und der andere ist soweit, dann hat man nicht generell das Recht, andere Menschen den Finger zu zeigen und runterzuziehen, weil wir machen das nicht besser wie in Jahrhunderten von Jahren. Und wir sollten endlich daraus, aus unserer Geschichte und aus unserer gesellschaftlichen Geschichte, sollten wir was daraus lernen. Und wir können generell nur besser werden, wenn wir zusammenhalten, wenn wir eine neue Zeit anschlagen, wo wir generell uns unterstützen. Und deshalb sage ich auch kipp und klar, wünsche euch alle da draußen einen schönen guten Tag und euer Andrew Winston Lennon. Peace and love.